Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, wieder hier von der Südpfalz. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Ich hätte mir heute einen Regenschirm mitnehmen sollen, denn es regnet hier in der Südpfalz im oberen Langtal. Ja, was das Zeug hergibt. Ja, es regnet. Wir haben in der letzten Folge Folgendes gemacht. Und zwar, lauf mal hier hoch, haben wir ein bisschen Gras gesammelt und haben es hier dementsprechend, gucken wir mal, zu Silage verarbeitet. Das ist auch schon fertig. Ich habe die Zeit ein bisschen vorgespult durch das Farmhaus. Hier habe ich so ein paar Reste wieder übrig gelassen. Ach, ärgerlich. Können wir auf jeden Fall öffnen. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall hier Silage. Und hier haben wir schon etwas, Silage, die vermehrt wurde. Und ich weiß gar nicht, können wir hier auch schon öffnen? Nein, das ist noch nicht so weit fertig. Doch, das sieht auch gut aus. Und der Rest muss aber noch ein bisschen. Denke ich mal, ne? Oder? Darf ich hier nicht draufstehen? Guck mal, hier sind noch so komische Texturenfehler. Sieht ein bisschen komisch aus. Weiß gar nicht. Ne, das ist noch nicht fertig. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja, auf jeden Fall, Silage haben wir schon mal ein bisschen was. Und in der letzten Folge hatte ich euch ja bereits angekündigt, und zwar wollte ich euch zwei Mods vorstellen, denn hier im oberen Glantal wurde nämlich auf der Map, obwohl wir hier eine Kuhfarm haben, kann man hier keine Milch und auch keine Eier verkaufen, normalerweise. Aber da gab es einen Modbauer, der hat sich damit auch beschäftigt, und der hat uns hier diese Milk and Eggs Mod zur Verfügung gestellt. Ist so ein kleines, aber feines Haus. Sieht ein bisschen aus wie eine Garage. Ist jetzt nichts, sagen wir mal, Spektakuläres. Aber hier können wir jetzt Eier verkaufen und auch Milch verkaufen. Und das wäre jetzt hier die Low-Budget-Variante. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und die hat er dementsprechend halt einfach entwickelt. Damit man hier auch auf dem oberen Glantal, also hier in der Südpfalz, auch seine Erzeugnisse von Hühnern und auch von Kühen verkaufen kann. So, das ist von Jörg B. Ist im Farming Simulator 19mods.com zum Download verfügbar. Ich hoffe, die Angaben sind alle richtig und das passt auch alles soweit. Funktioniert auf jeden Fall, ich habe schon getestet. Hier sehen wir unsere paar Kühe, die wir haben. Sind nicht viele. Und was auch der Mapbauer hier gemacht hat, ne, aus dem oberen Glantal, ist nämlich der gute Acert. Der hat nämlich beispielsweise dafür gesorgt, dass es eine neue Firma hier im Glantal gibt. Ich habe das einfach platziert. Es ist jetzt nicht mit in der Map inkludiert. Ich gehe jetzt erstmal zum Sägewerk. Ihr seht schon, da haben wir das Sägewerk. Und hier habe ich dann platziert das Supreme Milk. Supreme Milk heißt quasi nichts anderes, ist auch eine Mod, und das ist auch vom guten Acert gemoddet worden. Den gucken wir uns mal an, den Hof, besuchen den mal. Ich habe den hier platziert, habe ein Feld von mir geopfert, habe das mal hier so ein bisschen angepasst, und da haben wir auch schon hier das Schild, da steht es auch nochmal mit dabei. Ne, Supreme Milk Warenannahme. Ne, auf diesem Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Ne, steht auch nochmal: Schrittgeschwindigkeit fahren, Staplerverkehr hat Vorfahrt. Also auf jeden Fall echt cool gemacht. Ich habe hier so eine kleine Einfahrt noch quasi gemacht. Ein paar Bäume platziert links und rechts, damit das auch optisch in die Umgebung passt. Ob jetzt der Supreme Milk Hof hier ins obere Glantal passt, bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich dachte mir, das passt ganz gut, weil es auch von dem gleichen Entwickler ist. Deswegen kann man das ja auch dann mal vorstellen. Ja, hier haben wir dann auch so ein paar Milchtanks, so ein paar Rolltore, die wir hier haben. Die Texturen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut lesbar, wie ihr seht. Ne? Alles sehr, sehr schön texturiert. Ein paar Blümchen noch dahingestellt. Hier kann man dann dementsprechend seine Milch dann auch abliefern. Triggerpoints und so weiter funktionieren auch. Ist natürlich alles videoüberwacht hier. Ja, auf jeden Fall scharfe Texturen. Sieht gut aus, gut gemacht. Hier oben die großen Tanks von der Molkerei hier. Ne? Nur für Betriebsangehörige natürlich zu parken. Dann hat man hier, kann man hier noch einmal drauf
draußen rumrennen. Dann kann ich einmal rumlaufen. Ich habe hier noch soweit alles angepasst. Ein bisschen Grastexturen hingepackt. Ja, Eingang nur für Personal. Da haben wir die ganzen Zugänge hier hinten. Ja, so ein paar dementsprechende Beschilderungen hier. Hier haben wir eine Trafo. Ja, ist ein bisschen unscharf hier. Leider. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Mod. Ja, ansonsten alles scharfe Texturen, die hier verwendet wurden. Sieht auf jeden Fall recht cool aus. Und das Ganze finden wir natürlich im Shop. Und zwar, wenn wir auf platzierbare Objekte gehen. Ich glaube, das war unter... Was? Diverses? Ich meine Diverses. Ich habe natürlich auch viele andere Mods. Da haben wir sie. Mod von Asat. Phoenix Modding. Da haben wir die dementsprechende Molkerei. Ne? Die kostet nichts. Ne? Ist einfach zum Platzieren gedacht. Musste allerdings ein Feld dafür opfern, weil ich jetzt mich jetzt nicht so auskenne, dass ich hier die einfach mit in die Map mit einbauen kann, mit Spielstand und so weiter. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Und das ist, wo ist die andere Mod? Das ist die hier, die kostet 1000 Euro. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber so könnt ihr die quasi einfügen. Ja, ne? Deswegen dachte ich mal, okay, wir erweitern das Ganze hier. Und vielleicht gibt es ja da irgendwann nochmal hier eine Erweiterung dazu, vielleicht nochmal eine Anpassung. Aber ich finde diesen Supreme Milkhof sehr, sehr schön gestaltet. Und ja, hat auch was. Und ich dachte, ich stelle das einfach mal vor, platziere das hier, denn ansonsten kann ich ja meine Erzeugnisse, die meine Kühe generieren, also sprich die Milch, gar nicht verkaufen. Und das wäre ja sehr, sehr schade. So, sehr, sehr schade ist auch, dass wir hier Regen haben. Das fällt denn schon erntereif? Wir gucken mal. Ich habe es also hier oben hingebaut, also ein bisschen außerhalb von den Orten. Weil innerorts hätte das optisch nicht reingepasst. Das Feld ist noch am Wachsen. Das braucht noch ein bisschen. Wir gehen mal zurück hier zu unserer Kuhweide. Gucken uns mal an hier, ob die Kühe soweit gut versorgt sind. Oh, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Heu und Silage wird noch ein bisschen benötigt. Wasser und Stroh haben wir alles genug da. Das passt soweit noch. Wir machen mal das Türchen auf hier. Haben natürlich noch nicht viele Kühe. Wir werden uns dann noch auf jeden Fall noch mehr besorgen. So, ich schnapp mir mal fix hier einen Trecker. Nehmen wir mal den John Deere. So, mit dem fahren wir jetzt mal hoch und machen da ein bisschen sauber bei den Kühen. Denn bei so einem Wetter können wir quasi nicht viel machen. Und davon jede Menge. Leider, leider. Ich habe gerade die Aufnahme gestartet, da fing es gerade an. Dachte ich, ha, schieb's nochmal. Nö, nutzte mal die Möglichkeit, hier ein bisschen meine Mod vorzustellen. Ich denke mal, auch für euch interessant. Oh, ich hatte schon Schieber. Ja, super. Fragt mich dann, warum ich noch einen geholt habe. Aber doppelt hält er besser. So. Dann hängen wir mal den Frontlader an hier. Zack. Und dann nehmen wir mal hier die Schaufel. Die machen wir auch noch dran. Schauen wir auf die Außenansicht. Da kann ich ein bisschen besser mit navigieren. So, wir machen das mal weg hier. Und dann fahren wir mal den... Upsa. Die Sachen hier so ein bisschen zusammen. So, können wir das mittlerweile jetzt hier reinkippen? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich hoffe, wenn nicht, dann packen wir es halt zu der Silage. Ich glaube, das kann man da reinkippen. Doch, kann man mittlerweile. Sehr gut. So, für Sauberkeit ist wieder gesorgt. Das heißt, das haben wir soweit schon mal fertig. Mal den Motor aus hier. Gucken nochmal, was diese Silage macht. Ob wir jetzt schon komplett aufdecken können. Ne, hier wird noch gegärt. So wie das aussieht. Kann auch sein, dass das hier so ein kleiner Ladefehler ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Füllstandmenge. Hier sehen wir auf jeden Fall schon Silage. Wir haben Heuballen, Strohballen. Ja gut, hier wird natürlich alles nass, ne? Ist natürlich auch toll. Super. Aber wir könnten jetzt eigentlich ein bisschen mal was herstellen hier. Ich packe das mal weg. Weil Silage haben wir, Heuballen haben wir, Stroh haben wir.
Dann machen wir das doch einfach mal. Wobei, da brauche ich ein anderes Fahrzeug. Oh. Weil die nämlich ja nicht mit kompatibel sind. Schauen wir den mal aus. Holen uns mal den Fendt hier. Weil mit dem können wir das machen. So, dann holen wir gleich den Futtermischwagen und machen ein bisschen totale Mischration. Damit nämlich unsere, ja, wow, oha, da wäre er beinahe umgekippt. Unsere Kühe ein bisschen mehr zu essen bekommen. Dann werden wir vielleicht noch ein paar Kühe gleich besorgen. Ein paar mehr. Denn die können wir ja jetzt auch ausreichend mit Futter versorgen. So. So, das können wir jetzt hier nehmen. Jetzt muss ich mal kurz ins Menü gucken, weil ich vertue mich nämlich da immer. Die Sauberkeit ist immer noch nicht gefixt, okay. Totale Mischration, totale Mischration, totale Mischration. Da ist er doch. Zwei Heuballen, ein Strohballenrest mit Silage. Das können wir ja gleich auffüllen. Also zweimal Heu, einmal Stroh und der Rest ist dann Silage. So. Dann machen wir das mal soweit fertig. So, können wir direkt hier zwei. Ah, ich glaube, wir nehmen erstmal nur einen. Ich glaube, das hält ja nicht aus mit zwei. So. Machen wir ein bisschen Licht an hier, damit ich auch ein bisschen was sehe. Ja, ist natürlich jetzt alles nass, ne? Das ist natürlich ätzend. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. So, geht das jetzt hier rein? Mal gucken. Jo. Ein Heuball haben wir drin. Einer noch mit reinzupacken. So. Ein Stück zurück. Bin ich ganz schief hier. So, das ist besser. Ein bisschen runterfahren. Ich glaube, ich habe die ein bisschen zu nah dran gestellt. So. Das haben wir auch. Dann packen wir das auch mal hier rein. Dann kann das Gerät hier weiter verarbeiten. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Stroh. Den haben wir da drüben. Auf unserem Ladewagen. Den fahren wir am besten mal da weg, weil da komme ich da besser dran. So. Und wenn ihr auch mal Mod-Vorschläge habt, die ihr gerne mal sehen wollt, schreibt es, wie gesagt. Ich kann mich da nur wiederholen, einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber, stelle die auch gerne vor. Auch wenn ihr eigene Mods habt, einfach mal reinschreiben. Stelle ich dann vor. Ne? LS17, wie gesagt, stelle ich keine Mods vor, weil da waren auch schon Fragen da, ob ich die auch noch vorstelle. Nein, also LS17 aktuell nicht. Und wird, denke ich mal, auch erstmal nichts werden. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich das hier vernünftig abgeladen bekomme. Ja, so mehr oder weniger. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also mittlerweile kriegt man Übung rein hier. So, und den Rest, den können wir jetzt gleich auffüllen. Upsa. Na komm, Bänder. Na komm. Na komm. Fall rein hier. Och, jetzt kippt der wieder nicht rein. Oder was? Gibt's doch nicht. Manchmal ist das Ding hier echt... Oh, wie eine Diva. Es kann doch jetzt nicht sein. Mann, 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 Mann. Jetzt. So. Jetzt brauchen wir noch einen Rest Silage. Dafür können wir dann jetzt hier den John Deere nehmen. Ein bisschen Licht hier an. So, dann können wir das abfüllen. Ich guck mal, von welcher Seite ich jetzt hier am besten reinfahre. Am besten von der hier. Der Rest gärt noch. Aber ein bisschen haben wir ja schon was. So, wir brauchen auch nicht so viel davon. Ah doch, jetzt kippt das doch ab. Naja, gut.
ja wahrscheinlich jetzt auch schon fertig. Ne, noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen. Fahren wir ein Stück zurück. So, sollte ausreichen. So, dann rein damit. Und dann können wir es den Kühen zum Fraß vorwerfen. So. Das heißt, da können wir jetzt auch gleich dann hier die Produktivität steigern. Von den Kühen. So, da passt noch ordentlich was rein. So. Er sieht echt diesig aus, aber sieht schon wieder nach Sonne aus. Ja, die Sonne kommt schon wieder langsam durch hier. Das heißt, der Regen müsste bald durchgezogen sein. Sodass wir dann auch bald unser Weizen ernten können und noch ein paar Strohballen machen können. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Unterstand für die Strohballen. Müssen wir uns dann auch nochmal zeitnah darum kümmern. Ist natürlich jetzt ein bisschen mühselig hier mit der kleinen Schaufel. Wir müssen jetzt irgendwann mal so einen Radlader holen. So, ist das Ding jetzt voll hier? Nee, noch nicht ganz. Da passt immer noch was rein. So, müssen wir noch ein paar Mal fahren mit der kleinen Schaufel hier. Ist ein bisschen mühselig, aber ja gut. Es ist halt, wie es ist. Man kann sich ja auch nicht immer alles direkt leisten. Und so ein Radlader, können wir gleich mal gucken, was der kostet. Macht ja dann auch nicht immer direkt Sinn, dann direkt so große Maschinen zu kaufen. Und gerade hier für unseren kleinen Hof. Macht das ja dann, glaube ich, auch eher weniger Sinn. Wobei das natürlich eine Arbeitserleichterung ist. Gerade wenn man dann später mehrere Kühe hat. Jetzt kriege ich wieder alles daneben, oder was? Nee, doch nicht. Das sah halt so aus. So. Ich denke mal noch zweimal, dann haben wir es voll. Und dann können wir die totale Mischration dann auch endlich mal so langsam verfüttern. Na komm. Ach, können wir doch auch von hier drüber. Nee, natürlich nicht, war wieder klar. Lalalala. Fahren wir einmal drüber. Ist ja alles kein Problem hier. So. Ja, ansonsten am Samstag gibt es einen Livestream zum LS19. Allerdings nicht hier auf der Map Südpfalz, Oberes Glantal, sondern auf der Nordfriesischen Marsch. Link müsste schon drin sein. Oh, passt immer noch was rein. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich glaube, ich hätte lieber eine Silagezange holen sollen. Ich glaube, da passt mehr rein. Ja, komm. Irgendwie scheint das Silo hier so ein bisschen buggy zu sein, oder? Vertue ich mich da? Irgendwie so ein bisschen, ne? Upsa. So, da war der Bergmann. Lalalalala. So. Sisyphus-Arbeit. Aber naja, so ist das. Voll jetzt? Ich glaube, er ist voll. Gucken wir mal nach. Nee, ist immer noch nicht voll. Oder? Doch. 16.000 Liter.
Und jetzt können wir das den Kühen zu futtern geben. Fangen hier mal rum. Und packen das jetzt ins Futter. Boah, die bauen ordentlich was. Gucken wir uns das mal an hier. Na, da können wir gleich auf jeden Fall nochmal eine Runde mischen. So. Tja, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Runde mixen hier. Wir haben jetzt 16.000 Liter drin. Das reicht auf jeden Fall erstmal für unsere Kühe. Ich werde nochmal eine Portion hier fertig machen für unsere Kühe. Ja, Leute, in der nächsten Folge werden wir uns dann neue Kühe gönnen, werden dann unser Weizenfeld abernten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.